Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es das erste Mal wieder auf Trails und zwar nach Altenberg. Das ist ja bekannt dafür, dass es da downhillmäßig ziemlich abgehen soll. Ich war schon mal da auf der Tour mit dem Talk, aber habe da nichts gefunden. Aber heute soll das Ganze anders ablaufen. Ich habe schon ein bisschen Schiss, bin richtig gespannt. Ja, wir werden gucken, wie das Ganze ausgeht. Ich bin die letzten Wochen ja immer nur gesprungen und habe nie wirklich irgendwie mal Trails gefahren. Vielleicht kann ich das auch gar nicht mehr. Und ja, wir sehen uns gleich auf der GoPro. Bis dahin, bleibt dran. Ciao. Nach einer kleinen Verspätung, weil ich noch ein Telefonat hatte, war ich dann auch endlich da und es ging auch schon los. Was ich allerdings vorher nicht wusste, ist, dass der Aufstieg einfach ewig dauert. Es war so anstrengend und es war so heiß. Ich hatte das Gefühl, ich zerlaufe einfach gleich. Außerdem hatte ich immer noch Bange, weil es auf Downhill-Strecken geht. Und hier sieht man jetzt gerade ein bisschen, wie steil das Ganze einfach wirklich war. Weil später auf der GoPro sieht das natürlich alles wieder super, super harmlos aus. Nichtsdestotrotz, nach dem Debakel letztes Mal auf der schwarzen Downhill-Line, habe ich mich dann gewagt und es ging auch ruckzuck los. Ich muss einfach sagen, Trails fahren und Downhill ist eine ganz andere Geschichte, als die letzten Wochen einfach nur immer zu springen, wieder hochzuschieben, dann wieder zu springen. Hier hat man Wurzeln im Weg, man hat engere Kurven, man hat Bäume überall, die Pfade sind relativ schmal und das ist echt gar nicht so einfach. Irgendwie war mein Hauptziel heute nur nicht mich auf die Fresse legen, dass ich dann irgendwo den Berg runterkuller oder sonstiges. Aber es ist tatsächlich alles gut gegangen. Ein paar Mal musste ich zwar stehen bleiben, aber das lag nicht immer an mir selbst. Zum Glück auf Pedale und auf Ding. Das ist hart rutschig, ne? Oh, Digga, kein Kratzer. Ja! Ja! Okay, ja. Irgendwann leer, dann haben wir den Resttank und dieser Resttank, der wird dann abgefeuert, ab ins All und dann tschüss, gehen wir durch. Ja, und dann bleibt das dann aus der Umdrehungsbahn, wie ist das da, ne? Umlaufbahn. Ja, du kannst berichten, was über Atome jetzt. Also, ja. Nach einem kleinen Exkurs in die Raumfahrttechnik von Marvin ging es dann auch los und es ging echt auf den für mich spaßigsten Trail. Leider kam uns eine Person berghoch
über den Weg, das war nicht ganz so geil, weil wir dann einfach abbrechen mussten. Aber dieser Trail hier, Leute, der hat mir mit Abstand am meisten Bock gemacht. Ja, oh, geil. Einfach mega cool, mal wieder draußen zu sein und mal Trails zu suchen. Nicht immer diese geshapten Bahnen. Und hier, der auch Daniel heißt, vor mir, hat mir einfach auch super Tipps zwischendurch gegeben. Deswegen Dankeschön an dich nochmal, wenn du das hier siehst. Es hat immer wieder Vorteile, wenn man mit Leuten fährt, die einfach viel, viel besser sind als man selbst. Und so traut man sich dann auch mehr Dinge und macht definitiv, meiner Meinung nach, viel schneller Fortschritte. Ja, und dann war das Ganze auch eigentlich schon vorbei. Es ging dann wieder auf den Heimweg. Wir waren, glaube ich, 2,5 Stunden oder 3 Stunden unterwegs und haben leider irgendwie nur 5 Abfahrten geschafft, weil die Wege einfach zu weit sind. Aber man darf natürlich nicht vergessen, das Ganze ist kein Bikepark, den man einfach mal runterfährt und dann wieder mit dem Lift hoch und dann wieder runter und wieder hoch, sondern es hat halt ein bisschen was von Natur. Und ich muss sagen, das Torque ist auf jeden Fall auch tourenfähig. Es ist nicht so, dass man damit nicht die Berge hochkommt. Man kann das alles machen, es ist allerdings wirklich anstrengend und ich denke, ich muss einfach noch viel mehr an meiner Ausdauer arbeiten, um da mit anderen mithalten zu können. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Hause. Ich muss sagen, es war eine der härtesten Touren, die ich bisher gemacht habe. Und Notiz an mich selbst, nicht mehr arbeiten müssen, wenn so eine Tour fertig ist. Weil ich habe jetzt noch Online-Kurse und ich bin schon richtig tot. Meine Beine wollen mich eigentlich nicht mehr tragen, aber dennoch war es eine geile Erfahrung. Es war auf jeden Fall eine Challenge. Eigentlich jede Abfahrt hatte so 1 oder 2 Features oder auch manchmal eine ganze Abfahrt, wo ich mich echt gechallenged gefühlt habe. Ich weiß, auf der GoPro sieht das alles wieder harmlos aus, aber ich muss sagen, es war eine krasse Erfahrung. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Altenberg lohnt sich auf jeden Fall. Man muss sich eigentlich den ganzen Tag Zeit nehmen und das bisschen entspannter fahren und nicht nur irgendwie 2-3 Stunden Zeit haben. Das auf jeden Fall als Tipp. Checkt das ruhig mal aus. Lohnt sich auf jeden Fall, dort ein bisschen zu fahren. Und ja, ich bin einfach dead. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns auf der nächsten Tour. Ich muss jetzt Kaffee trinken und arbeiten. Haut rein!
Bis zum nächsten Mal.